So, willkommen nochmal ein Tutorial auf der Karte Blood of the Dead. Und ja, heute werde ich euch zeigen, wie ihr die Blunderguard gratis bekommt. Man kann sie natürlich auch aus der Waffenkiste ziehen. Aber ja, die Blunderguard bekommt ihr auch, wenn ihr wie in Mob of the Dead die Totenschädel wieder einsammelt. Und dafür braucht man nicht unbedingt das Schild, aber mit dem Schild sieht man halt, wo die Totenschädel sind. Und deshalb sollte man das Schild dabei haben. Und den Tomahawk braucht man auf jeden Fall. Falls ihr nicht wisst, wie man das kriegt, ich habe euch auch in der Videobeschreibung ein Tutorial zu beidem, zum Schild und zum Tomahawk, ja, in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr reingucken, wenn ihr euch das noch interessiert, wenn euch das noch fehlt. Aber ich würde sagen, fangen wir mal mit dem ersten Schritt an, nachdem Shield und Tomahawk fertig sind. So, zu Beginn kommen wir gleich mal zu den ersten 5 Spots. Der erste ist, nachdem der Schild aufgebaut hat, gleich da unten auf dem Steg. Einfach mit dem Schild durchgucken oder einfach den Tomahawk hinschießen. Ja, einsammeln und auf zum zweiten Spot. Der zweite Spot befindet sich auf dem Dach oben. Also die Reihenfolge ist komplett egal. Ich mache es jetzt einfach mit der Reihenfolge, in die ich gesammelt habe. Im zweiten Spot da am Dach, ne, rechts neben Pack-a-Punch, einfach Tomahawk hinwerfen und dann habt ihr den zweiten Totenschädel. Der dritte Totenschädel, der befindet sich hier im Anfangsraum, da wo auch Andrew im Mob of the Dead war, in der Toilette. Einfach. Könnt ihr, ich sage es euch jedes Mal mit Schild, aber ihr könnt einfach den Tomahawk reinschießen, der ist immer da, auch wenn ihr es nicht mit dem Schild angeguckt habt. Der vierte Spot ist am Anfang, also im Anfang von Blood of the Dead, gleich nachdem ihr die erste Tür aufgehört habt, links da oben bei der Treppe. Habt uns kurz gesehen, ich konnte jetzt nicht zu lange gucken, weil ich gerade eine Zombie-Menge hinter mir hatte. Aber ja, und der letzte Totenschädel ist bei Speedcooler, da wo er auch schon im Original war. Man kann wieder hier beim Fenster durchschießen mit dem Tomahawk und ja, genauso wie in Mob of the Dead den da oben holen. Oder man macht jetzt in Blood of the Dead sich etwas einfacher, geht hier wie ich jetzt rechts da raus und schießt dann mit dem Tomahawk da hoch. Ja, dann haben wir alle 5 Spots von den Totenschädeln. So, nachdem wir jetzt alle haben, können wir natürlich hier im Speedcooler-Raum, ich sage Speedcooler-Raum dazu, weil im Mob of the Speedcooler drin war, können wir uns die Blunderguard holen und dann geht's auf zum Punchen. Dann kann man hier schon die Acid Guard punchen, aber zuerst zeige ich euch die drei Spots, wo das Acid Kit sich befinden kann. Also, es sind immer die drei selben Spots, die ihr braucht. Der erste gleich am Anfang, wenn ihr die 2000er Tür aufkauft, hier diesen Koffer hier oder was auch immer das sein soll. Das zweite Teil ist hier, nachdem ihr den Wächterschlüssel habt, könnt ihr da die Tür öffnen. Ist da drin das zweite Teil, gleich im Speedcola-Raum hier. Und der dritte und letzte Teil ist da, wo im originalen Flugzeugteil drin war, eingesperrt. Ist jetzt das Acid-Teil drin, braucht ihr auch den Wächterschlüssel dafür. Ja, wenn ihr alle drei Teile habt, könnt ihr an der Werkbank eure, ja, euer Acid-Kit zusammenbauen. Ich laufe auch hier gleich hin. Hier an der Wand könnt ihr dann das Acid Kit aufbauen und euch dann die Plunderguard, wie gesagt, die Acid Guard punchen. Und ja, wenn ihr die Acid Gun dann gepuncht habt, könntet ihr, also könnt ihr auch die Acid Gun, ich zeige euch jetzt, wie man die Magma Gun puncht. Genau, ich habe jetzt nicht die Acid Gun gepuncht, sondern der normalen Plunderguard, die ich hier in die Lava rein tue, im Haus des Wächters. Und hier müsst ihr, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viele, ich sag mal gefühlt 100 Zombie-Seelen einsammeln. Es sind auf jeden Fall ziemlich viele, also so, wenn ihr Welle 9 seid, so wie ich, oder meistens macht man es erst ein bisschen später, so Welle 10, 11, 12, das sind so 2 bis 3 Wellen, die man hier überleben muss. Und wie ihr seht hier, es geht auch mit Hunderunden, also die Hunde sind nicht komplett unnötig, die füllen das auch auf. Und ihr müsst halt hier die drei Schädel, die ich jetzt anschieße, alle müssen blau aufleuchten. Dann seid ihr fertig damit. Aber wie gesagt, das dauert einige Zeit. Am besten ihr holt euch schon mal eine gepunchte Waffe. Hier zeige ich euch gleich, wie ihr Pack-a-Punch aktiviert, nachdem ihr das Schild aufgeladen habt. Ihr braucht 3 Zombies.
Nimmst das Schild mit drei Zombies aufladen, dann leuchtet euer Schlüssel, dann könnt ihr hier schocken und danach seht ihr schon, wie zwei Geister hier wieder spawnen und euch Pack a Punch öffnen. Und dann könnt ihr hier am besten eine gute Waffe, ich habe die Titan hier gepuncht, weil ja, finde ich eine gute Waffe, mit der kann man dann in dem Raum des Wächters gut überleben. Aber jetzt wieder zurück zum Raum des Wächters, wo ihr die Blunderer puncht. Hier habe ich schon, sehe ich schon, zwei von drei leuchten schon. Und sobald jetzt dann der dritte Totenschädel leuchtet, das müsste bei mir jeden Moment sein, könnt ihr dann zum Kamin hingehen. Also ihr könnt, wie ihr seht, ihr könnt die Zombies hier überall töten. Also ihr müsst nicht direkt vor dem Kamin stehen. Ihr könnt die Zombies irgendwo im Haus töten. Und ja, es zählt im ganzen Haus, aber ihr dürft halt nicht rausrennen. Und wenn ihr hier alle habt, leuchten alle drei Tomahawks, dann könnt ihr hingehen zum Kamin und X drücken, um die Essenz einzusetzen. Dann leuchtet der Kamin blau auf. Sollte er zumindest, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Und danach könnt ihr die gepunchte Blunderguard nehmen. Aber sie ist noch nicht fertig. Ihr müsst jetzt einen bestimmten Weg laufen und diese blauen Fässer mitnehmen. Das sind normalerweise rote Fässer, nur jetzt sind es blaue Fässer, damit ihr die blaue Flamme hier weiter aufrechterhaltet. Und ja, ich zeige euch hier kurz den Weg hier durch die Michigan Avenue durch, über den Times Square, also der Cafeteria vorbei, dann eben durch den Catwalk durch, dann im Catwalk. Jetzt solltet ihr natürlich, wie ihr schon gesehen habt, keine dieser Fässer verpassen, denn wenn ihr ein Fass verpasst, geht es sich nicht mehr aus bis zum nächsten Fass. Also ihr müsst wirklich jedes Fass mitnehmen, hier durch den Catwalk durch. Ich weiß nicht, ob man schießen darf mit der Waffe. Ich glaube schon. Ich glaube, schießen und sich wehren darf man, glaube ich, schon, was ich weiß. Aber da bin ich mir sicher, hier, das Fass ist richtig fies versteckt. Das sollte man auf keinen Fall sehen, gleich an den Catwalk gleich links hindrehen, weil sonst, das ist richtig fies auf jeden Fall, aber das ist das einzige wirklich fies versteckte. Ansonsten dann hier die Plundergard in der Werkbank ablegen, in der Schmiede ablegen. Dann kommen wieder die zwei Geister, die euch eure Magma Guard punchen. Dann könnt ihr die einfach aufheben. Und ja, ihr habt die Magma Guard. Jetzt könnt ihr die Magma Guard natürlich auch punchen. Oder ihr könnt sie auch gegen eine Acid Guard einfach eintauschen. Hier, wie ihr jetzt seht, ihr könnt sie die ganze Zeit jetzt hin und her tauschen. Also hier wieder zur Acid Guard machen und dann am anderen Spot wieder zur Magma Guard. Und auch wenn jetzt, wie ich euch hier gleich zeigen werde, wenn ihr die Waffe puncht, wenn ihr die Waffe zu einer, ja, gepunchten Waffe macht, dann bekommt ihr, wenn ihr die Waffe von der Acid Gun zur Magma Gun wieder wechselt, bekommt ihr auch die gepunchte Variante. Das heißt, ja, dass ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr braucht kurz die Acid Guard und dann gefällt euch die nicht mehr und ihr wollt zur Magma Guard wechseln, könnt ihr einfach dann zur Werkbank wieder, also Schmiede runter wieder und einfach die Waffe in die Schmiede legen und dann bekommt ihr auch die gepunchte Mammerad. Ich zeige euch das hier jetzt kurz noch, dass ihr, wenn ihr hier jetzt zur Werkbank geht, ich habe hier die gepunchte Acid Guard jetzt schon, die könnt ihr jetzt hier reinlegen, dann wird das wieder geschmiedet von den zwei Geistern, hier halt wieder kurz zwei, dreimal im Kreis laufen, das dauert eh nicht lange. Und ja, dann bekommt ihr die gepunchte Magma Guard und das war's eigentlich im Großen und Ganzen zu diesem Easter Egg. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ja, würde mich sehr über einen Kommentar freuen, über einen Daumen nach oben natürlich auch, aber ja, das war's im Großen und Ganzen zu diesem Tutorial. Wie gesagt, hier zeige ich euch nochmal kurz, dass ihr die Waffe nicht in Pack-a-Punch reinlegen könnt, weil die schon gepack-a-punched ist. Und damit habt ihr die Blunderguard in, ja, Mob of the Dead. Ich werde noch, ja, weitere Tutorials werden folgen, wie ihr den goldenen Löffel macht oder auch wie ihr den Tomahawk zu einem blauen Tomahawk weiter punchen könnt, upgraden könnt, wie auch immer. Ja, aber das war's von diesem Tutorial mit der Blunderguard.
Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen und gefallen. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns in einem weiteren Video wieder. Also, bis dann und auf Wiedersehen.